Andrea und Christopher. Und das ist unser Reisefahrzeug, ein VW MAN G90. Und wir befinden uns hier gerade in Schweden. Wir haben so um die 0 Grad. Ja, letzte Woche haben wir unsere Wohnung komplett aufgegeben und sind in unser Fahrzeug gezogen. Wir planen jetzt eine etwas längere Reise. Von Schweden aus soll es nach Norwegen gehen, auf die Lofoten und dann weiter über Finnland nach Russland und hoffentlich auch in die Mongolei. Hier mal unsere vorläufige Routenplanung. Ob sich das alles so umsetzen lässt, das wird sich noch zeigen. Ja, wir sind gestern mit der Fähre von Rostock nach Trelleborg gefahren und sind recht spät angekommen, aber vom letzten Mal kannten wir schon einen schönen Parkplatz in der Nähe von Trelleborg und auf dem haben wir dann heute Nacht übernachtet. Um möglichst schnell in den Norden zu kommen, fahren wir etwa 400 Kilometer am Tag. Zum Übernachten suchen wir uns meistens Plätze entlang des Weges. Hier sind wir am Vättern, dem zweitgrößten See in Schweden. Hier haben wir den Platz, den wir wollten, am See nicht gefunden, weil alles so doll zugeschneit ist. Aber dafür haben wir hier Elchspuren gefunden. Wir hatten heute Nacht zwischen minus 15 und minus 20 Grad und wollten heute Morgen raus. Und da haben wir festgestellt, dass die Schiebetür nicht aufgeht, weil das Kondenswasser ist draußen runtergelaufen. Und ja, ist dann unten in diesen Ablaufschlitz gefroren. Gerettet! Wir sind jetzt mittlerweile in Norwegen und wir wollen zu einem Gletscher, also zumindest zu dem Parkplatz, und dann wollen wir uns den Gletscher angucken. Also mal gucken, ob man hier im Winter hinkommt. Also bis jetzt geht es ganz gut hier auf den Straßen. Also wir sind auch überrascht, die Reifen verhalten sich besser als gedacht. Wir sind hier so eine kleine Straße, sind wir weitergefahren, weil eigentlich wollten wir halt zu einem Gletscher. Und dann haben wir aber auf der Karte noch so einen See gesehen, der ganz interessant aussah. Außerdem war da ein Hinweisschild und dann sind wir halt dem Weg gefolgt. Aber der Weg hat jetzt hier mittendrin plötzlich aufgehört. Und ja, hier haben sie aufgehört zu räumen. Hier ist irgendwie noch ein Bagger, der einmal eingeschneit ist.
Und ja, da kommen wir auch, ja, kommen wir nicht durch, auch mit Ketten nicht. Wir werden jetzt auch nicht weiterfahren, wir werden uns jetzt hier hinstellen, was zu essen machen und werden dann morgen, das sind jetzt noch 2 Kilometer bis zu dem See, die werden wir dann zu Fuß wandern und uns das mal angucken. Wir sind etwas eingeschneit in der Nacht. Jetzt stehen wir hier 6 Kilometer vorm Polarkreis und stehen im Stau. Jetzt sind alle Autos, die uns vorhin überholt haben, weil die mit Spikes-Reifen unterwegs sind, stehen jetzt hier auch. Mal gucken, wie lange das Ganze dauert, weil keine Ahnung. Aber vielleicht gehen wir nachher mal nach vorne, wenn das jetzt noch ja, länger dauert. Ich denke mal, da wird irgendwie, weil man sieht da hinten auch so Berge und es ist so ein bisschen windig, da wird es bestimmt was verweht sein und die werden das Ganze jetzt räumen müssen. Da vorne sieht man auch eine Schranke, die ist runter. Es geht anscheinend gleich weiter, zumindest kommen uns ziemlich viele Autos entgegen. Wahrscheinlich werden wir jetzt dem Schneeflug folgen und in der Karawane da durchfahren. Mal gucken, ob wir da überhaupt abfahren können beim Arktik hier Dingsbumspunkt. Circle. Ja. Echt alles schneeweiß. Ich glaube, wir fahren jetzt über eine Brücke. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hauptsache, wir treffen sie auch. Ja. Aber wir fahren ja in Kolonne, da kann ja nichts schief gehen. Wir legen gerade das erste Mal unsere Ketten auf. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ein bisschen was fehlt, aber es scheint komplett zu sein. Eigentlich wollten wir es vorher mal ausprobieren, aber wie es halt immer so ist, ja, man vergisst das irgendwie immer. Und ja, jetzt sind wir halt die ganze Zeit in der Kolonne gefahren und stellenweise war das echt haarig. Und deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, hier mal Ketten aufzuziehen, weil das ja anscheinend jetzt nicht besser wird und immer weiter alles eingeschneit ist. Ja, es war ein Elektroauto, was gerade vorbeigefahren ist. Da fahren hier übrigens viele rum.